Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Was war das gerade? Wo war der? Wieso? Ich habe nirgendwo ein Kind gemacht, oder? Wieso hat er mir den Daumen nach oben gegeben? Was habe ich getan? Ja, ich habe übrigens Julian Junior vergessen. Alles gut. Ich vergesse einige Dinge, ich bin alt. Akzeptiert das. So, wieso habe ich jetzt einen Daumen nach oben bekommen? Was habe ich getan? Das Kind ist erwachsen geworden, bestimmt. Ha! Ich wusste es. Ich habe nichts Böses getan. Okay, als allererstes gucken wir mal nach der Nummer 2. Zack. Denn dieser gute Herr, der wird heißen The Ben. Ist ganz neu im Team. Und du kriegst erstmal eine Standardwaffe. Falls wir so etwas noch besitzen. Ja, komm hier, guck mal. Rostige, abgesickte Schrotflinte. Nice. Und du hast irgendwie komische Kleidung. Hier, komm. Jetzt hast du richtige Kleidung. Geh du schon mal raus, damit du mal ein bisschen was erleben kannst. So. Währenddessen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Waffen holen. Wir brauchen noch 21 Waffen. Das wird ja wohl hinzukriegen sein mit Baxi. Da sind die ganzen Waffen. Nehmen wir das mal alles raus. Kommt mit 25 ist er gegangen. Mit 28 ist er wiedergekommen. Naja. Das sind 150 Kronkorken für dich, weil du kannst halt nun mal nur 25 tragen. Ne? Und Waffen bringst du uns mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist, oh Gott, nein. Das ist nicht viel. Aber du hast viel Geld mitgebracht. So, dann haben wir hier Büro. Kommt mit 18, 13 zurück. Er ist mit irgendwie 7, 6 losgegangen. Das ist auch schon ordentlich. Und ein Sturmgewehr bringt er mit. Das ist auch nice. Ist zwar nichts für die Vault, aber immerhin eine Waffe zusätzlich. So, das sind nochmal 4. So, oh, Junkchat. Robuste Räderrüstung. Achso, kennen wir schon. Geld stinkt nicht. So, was sagt hier unser Quest-Ding ins Kirchens? 11. Das ist ja unsere Vault-Truppe. Das behält die Vault für sich. Die Militärplatine landet gerne im Store. Genauso wie das Brahmin-Leder. Eventuell werde ich ab und zu mal die Sachen aus dem Store nutzen, um irgendwas für die Leute hier zu bauen. Je nachdem, was sich da drin befindet. Und 3000 Kronkorken, das ist auf jeden Fall nice. Außer, dass wir ja keine Waffen gesammelt haben. Das finde ich ein bisschen räudig. Railroad. Weißt du, genau das Schäbigste. Hm. Naja. Ach, das waren die schon. Was ist eigentlich mit meiner Wenigkeit? Habe ich es vergessen? Oh, guck mal, die Leute sind tot. Holy shit, Kara. Sturmgewehr. Panzerbrechendes Sturmgewehr. Ich weiß nicht, was du schon hattest. Auf jeden Fall kriegst du ein Sturmgewehr. Ist doch nice. Wo kommen wir jetzt mal zurück? So. Dann haben wir Yessin mit einer Schaufel. Ihr macht alle Minus, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Pasqualina auch Minus. Auch zwei Schaufeln. Ein Mikroskop. No, Pasqualina auch im Minus. Monkey Sass auch im Minus. Immerhin Globus. Ein Brahmin-Leder. Aber trotzdem Minus. Ja gut, du kriegst ja noch ein bisschen Geld von dem ganzen Zeug hier zusammen. Aber auf 1000 kommst du halt nicht. Das ist nicht gut. Da, Lord Huntington, 1300. Perfekt. Er liegt wahrscheinlich an seinem Alien Blaster, weil er so weit kommt. Immerhin schafft er 17 Stunden. Eine Kamera. Noch eine Kamera. Nice. So, Fallout Boy. Oh, der hat ordentlich Plus gemacht. Junge, Junge, Junge. Obwohl er nur 11 Stunden... Wieso? Hast du so viel Glück, Fallout Boy? Ein Superkleber? Ein Globus? Ja, gehärtet Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. Ich glaube, die ist so schlecht. Die können wir die eigentlich mit Geld vergüten? Oder was sagst du? Willst du sie unbedingt behalten oder auseinandernehmen? So, dann haben wir Brahmin-Leder, robuste Lederrüstung, eine Schaufel.
Alter, was der nicht alles hier gefunden hat. Hups, nein. So, ich natürlich. Ich habe ein Plasmagewehr gefunden. Und mein Druckluftflammenwerfer ist weg jetzt. Cool. Das Plasmagewehr ist wirklich... Ich bin begeistert. Und ich bin Stufe 50. Das heißt, ich kann diese Guffelrüstung ablegen. Wer möchte meine robuste Ödlandsausrüstung für E5 kaufen? Ich brauche sie nicht mehr. Ich verkaufe sie jetzt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Sachen gefunden. Ich war ja auch einen Tag und 7 Stunden unterwegs. Alter. Ich bin der reichste Boy der Welt jetzt. Und ich bringe sogar ein legendäres Outfit mit. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht will es einer von euch kaufen. Riesenschwein, das ist der falsche Raum. Die werden sich jetzt hier komplett ausbreiten. Uncool. Oh mein Gott, uncool, weil das hier ist alles nicht besetzt. Weil alle momentan draußen sind. Die Schweine haben sich genau den richtigen Platz ausgesucht, um anzugreifen. Na gut, sollen sie sich da mal durchprügeln. Ah, Strom. Wir haben 4000... Hatten wir nicht gerade 7000? Ach ja, wir haben die Leute wieder belebt. Das ist schlecht. Es ist really, really schlecht. Na, gehen wir hier mal ganz kurz durch. So, solange die laufen, kümmern wir uns einfach... Das ist nicht gut, ey. Die klauen mir meinen Strom. Kümmern wir uns mal um die Leute, die hier stehen. Die 16 haben wir hier. Einfach Fabi, Spartan 1, 14. Das ist in Ordnung. Na, zumindest ist hier ein Stopp. Weil die werden sich hier halt komplett noch ausbreiten. Wahrscheinlich kommen sie dann nochmal hier hoch. Also, Mrs. Handy. Du bist gerade dabei, eh zu trainieren. Gehen wir doch mal in die Sporthalle und gucken, wie der aktuelle Stand ist. Bruder möchte Stärke auf 6 trainieren, wenn frei ist. Und das können wir gleich mal gucken. Mrs. Handy, E auf 8. Das haben wir geschafft. E ist auf 8. Du bist jetzt Level 30. So, dann zieh nochmal los. Ach ja, geht ja gerade gar nicht. Dann, ach, du läufst ja sowieso gleich wieder in den Traum rein, ah. Tywin Lannister, du wolltest auf E10, ne? Das heißt, ich zieh dir nochmal ein bisschen was ab. So, du bist jetzt bei 8, ne? Das heißt, ich muss den 900 abziehen. Das habe ich falsch gemacht. Ach ja, Tywin existiert ja nicht mehr. Das ist jetzt Igor. Igor. Also, Tywin/Igor. Ich kann dir anbieten, dass ich dich einfach umbenenne auf diesen Server. Dann kannst du auf anderen Servern Igor heißen und nur hier heißt du dann Tywin. Das wäre so ein Angebot. Oder du änderst deinen Charakter zu Igor, weil das ist echt verwirrend jedes Mal. Sehr schön. Gut, dann Pasqualina, stell dich doch erstmal dahin. Pasqualina sage ich schon, Mrs. Handy. Ich habe nämlich gesehen, dass Mrs. Handy gefragt hat, ob sie auf eine Quest gehen möchte mit ihrer Gilde. Also ihre Gilde hat sie gefragt, ne? Und solange da noch keine Antwort ist, kannst du dich einfach dabei hinstellen. Und wir gucken mal. Ostern ist vorbei, Leute. Ach doch, der atomare Frühling ist doch da. Oh, die 6. Sonne. Was ist denn das für eine Scheiße? Stufe 15, Schaden 5. 2 Nuka-Colas, 1750 Kronkorken, das ist ja nix. Na gut, machen wir trotzdem. 1... 2 und 3. Okay, Leute. Gebt Gas, habt Spaß. Ist mir egal, ob ihr ein volles Leben habt oder nicht. Ihr seid sowieso nur unsere... Ja, Verbrauchstruppe. So. Tywin ist ja noch am Arbeiten. Dann haben wir hier... Zack, Bruder.
Du brauchst noch Beweglichkeit 6. Nee. Aus der Bank ziehen. So. Oh, ich bin im Shelter Shed. Ahahaha. Da funktioniert das Ganze natürlich nicht. Mal direkt entfernen, damit niemand meine peinliche Aktion sieht und mich auslacht. So, Sporthalle. So. Sehr schön. Das heißt, du machst da jetzt noch weiter. Dann wird es Zeit, dass du langsam Level 50 wirst. So, 06 ist in Ordnung. Und 15 ist auch in Ordnung. Irgendwo hatte ich jemanden vergessen. Pasco. Was wollte Pasco? Der hat in der Sporthalle geschrieben, dass ich ihn vergessen habe. Würde ich ja nie tun. Ach, reiner Zufall, möchte eh auf 5 trainieren, wenn noch Platz ist. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Okay, reiner Zufall ist wahrscheinlich noch unterwegs. Ach, guck mal hier, der Löwe ist noch tot. Hey. Na, immerhin. Wrestler-Outfit. Techniker-Outfit. Ich glaube, Wrestler-Outfit hattest du vorher schon an, ne? Du hast auf jeden Fall noch die Möglichkeit, auch den Techniker-Outfit zu wechseln. Wobei, das ist eher. Also, du hast schon die richtigen Klamotten an, würde ich sagen. Aber du kannst es trotzdem machen, wenn du Bock hast. Reiner Zufall da. Du kommst zurück. Du hast sogar 13 Kronkorken Plus mitgebracht. Ich bin stolz auf dich. Hosenkobold. Naja. Kein Plus für uns. Deadline. Deadline, was? Du machst Minus. Wie kommt das? Wie lange hast du überlebt? 11 Stunden. Na ja, gut. Dein neuer Charakter ist ja dabei, sich zu entwickeln. Ist noch akzeptiert. Julian. Jawohl. Ein Tag, 23 Stunden und 40 Minuten. Es haben 20 Minuten für den Rekord gefehlt. Oh mein Gott, es tut mir leid für dich. Es tut mir wirklich leid, auch wenn ich jetzt gerade lache. Das ist ein trauriges Lachen. Oh, weißt du, mit seiner Power-Rüstung und dem Flammenwerfer geht er daher. Mit seinem Hund, der ihm 99 Gesundheit gibt. Und es fehlen ihm einfach 20 Minuten, um diese eine Lunchbox zu bekommen. Aber du bringst immerhin Waffen mit und deine legendäre Waffe zum Bauen. Und ordentlich Stuff. Ordentlich, 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 ordentlich. Nice. Fokussiertes Plasmapistole. Na gut. Julian, es tut mir fast schon leid. Also, nein, ich meine, es tut mir natürlich leid, dass du die Lunchbox nicht bekommen hast. Oh, ich habe nicht genug Kronkorken. Ja, Leute. Ihr macht mich arm. Was soll ich sagen? Er macht mich arm. Ich kann es nicht mal mehr leisten, euch wiederzubeleben. Ist ja ein bisschen blöd. Wer läuft hier noch rum? Baxi. Stell du dich doch mal hier oben hin. Wir müssen irgendwie. Ja, verdammt, ich hätte die Jungs woanders hinschicken sollen, ne? Wobei, ich muss den atomaren Frühling beenden. Und dann kann ich halt wirklich auf sowas gehen. Ach, die wöchentliche ist immer noch nicht da, okay. Dabei haben wir doch jetzt schon. Was haben wir jetzt? Oh Gott, ich komme durcheinander. Mit frei und andere Schicht. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tag wir haben. Gestern war Dienstag. Heute ist Mittwoch. Hier ist keine Quest mehr, um Geld zu verdienen. Ja, 3000, so ein Käse. Ja, schade. Ich hoffe nur, dass dann 5 von 6, die Quest 5 von 6 ordentlich Geld gibt. Das wäre so richtig schön. Was ich aber gesehen habe auf meinem Handy, der hat mir eine Nachricht gegeben, dass irgendwie. Ach, die Frühlingsquest. Mein Handy hat mir das hier ausgespuckt. Ach so. Ey. Die Benachrichtigungen vom Handy sind immer recht spät. Das finde ich ein bisschen seltsam. Wozu dann Benachrichtigungen? So, Spartan 3 läuft hier fröhlich durch die Gegend. Du wirst natürlich jetzt trainieren. Da, wo Platz ist.
Ihr werdet nicht lange überleben. Geht doch einfach weg. Und die überleben wirklich lange. Und das Atomkraftwerk ist nur Stufe 1. Müsst ihr euch mal vorstellen. 18.000. Das ist natürlich jetzt eine kleine Challenge, ne? Pyro. Wir haben Roleplayer, die uns Minuseinkommen bescheren. Das ist ungünstig. Und wir brauchen Geld, um die Vault voranzubringen. Ist ebenso ungünstig. Also die beiden Sachen passen irgendwie nicht zusammen, wie ich finde. Können nur auf das Beste hoffen. So, Julian. Juju. Julian, Frisur 17, Haarfarbe 19. Ach ja, wir haben ja kein Geld. Ups. Oh, Joshua ist da. Ach ja, stimmt, den kann ich auch nicht wiederbeleben. Okay, wir haben finanzielle Probleme, Leute. Wir müssen gemeinsam als Vault eine Lösung finden, wie wir diese Probleme beseitigen. Ich meine, eine Lösung wäre es natürlich, mit euren Stims ins Ödland zu gehen. Das würde uns schon sehr weiterhelfen. Ich glaube, das wäre tatsächlich die beste Lösung, wenn ihr eure Stims einsetzt, im Ödland etwas zu finden, wie zum Beispiel Geld. Dann hätte ich auch das Geld, jemanden wieder zu beleben. Ja, Joshua und Jason, ihr seid jetzt erstmal für eine Weile tot, bis wir Geld haben. Das heißt, bis morgen. Julian bekommt dann morgen auch seine Frisur. Ja, ist ein bisschen ungünstig. Wir haben jetzt 67 Bewohner. Wie viel brauchen wir zum Waffenfabrik aufrüsten? 75. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, legendäre Waffen herzustellen. Allerdings kosten diese legendären Waffen bis zu 20.000 Kronkorken. Ja. Probleme über Probleme. Gut, aber das ist heute nicht mein Problem. Es wird morgen erst wieder mein Problem sein. Leute, ich würde sagen, wir beenden dieses finanzielle Fiasko. Jetzt erstmal. Und gucke ich mal, ob ich morgen mich daran erinnern kann, die 12 Kakerlaken ohne Waffe zu töten. Weil wir kriegen hier wirklich sehr, sehr viel Geld. Aber es kommen auch keine Ghule. Und hätte ich nicht so verkackt, hätte ich die 70 Waffen schon gesammelt. Das sind auch immer 1200 Kronkorken. Das ist alles gar nicht wenig. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.